dieses Kiementier ist, man höre und staune, ein Opel. Zumindest teilweise. Denn die Gene für das Chassis des Speedster kauften die Rüsselsheimer bei den Leichtbau-Exzentrikern der Sportwagenschmiede Lotus ein, die auch das Agilitätswunder Elise ersannen. An den Stealth-Bomber-Charme des Kunststoffkleids hat man sich ja mittlerweile gewöhnt. An den Doppelstöcker-Auspuff ebenfalls. Jetzt liegt Opel mit dem Speedster Turbo nach. Fass mich, fordert das Lenkrad inmitten einer überaus aluminiumhaltigen Pilotenaufbewahrung. Diese Blaumänner passen wie angegossen und sind auch optisch richtige Magneten. Egal also, wie man einsteigt, ist man erstmal drin, bleibt man's auch. Zwischen den Hinterrädern erfüllt es Turbodumpf und vierzylindrig. Das 2-Liter-Aggregat wurde auf 200 PS und 250 Newtonmeter maximales Drehmoment aufgeblasen. Genug, um das 930 Kilogramm zarte Fliegengewicht über die 100 km/h-Marke in unerhört rasanten 4,9 Sekunden zu pusten. Auch die Bremsen machen dem Blitz im Opel-Logo alle Ehre. Der Stillstand von Tempo 100 erfolgt nach nur 36,8 Metern. ABS und Bremskraftverstärker sind feinfühliger als früher abgestimmt. Auf der Pylonenbahn giert der Speedster Turbo förmlich nach jeder Wechselkurve. Doch Vorsicht, gefühlvolles Steuern ist beim Schnellsein angesagt. Sonst kommt es heckseitig zu leichten Pflegeleien. Dem imaginären Elch im gleichnamigen Test zu weichen, ist bei standardmäßigen 60 Stundenkilometer überhaupt kein Problem. Dank zielgenauer und superdirekter Lenkung. Es müssen schon mindestens 70 Kilometer sein, damit es was auf die Hufe gibt. Auf der nassen Kreisbahn soll der Benimm eines Fahrwerks in Extremsituationen ausgelotet werden. Digitale Beruhigungsmittel wie ESP und Anti-Schlupfregelung auszuschalten, ist beim Opel Speedster ein leichtes, denn er hat sie ohnehin nicht. Auch bei beherzter Fahrweise gerät er nicht aus der Fassung und mit 52 km/h erreicht er eine Kreisbahngeschwindigkeit, die sich sehen lassen kann, zumal für ein so leichtes und starkes Mittelmotorgerät. Auf dem Handlingkurs gab sich der Opel Speedster Turbo einmal mehr als charmanter Flegel, der es faustdick hinter den Ohren hat. Das 2-Liter Turbotriebwerk entwickelt sich nach Überwindung eines Turbolöchleins bei mittleren Touren zum Muskelprotz. Dem Leistungsüberschuss sei Dank war das Gaspedal die zweite Lenkung und untersteuern trotz vorderer Pneu im schwindsüchtigen 175er Format ein Fremdwort. Übersteuern ist angesagt und zwar ständig. Infolge davon war unser Testpilot dann noch mehr quer als längs unterwegs. Aber die nötige fahrerische Routine im Gepäck bedeuten Querlagen dieser Art eher Spaß als Reue. Und der Jagd nach den Sekunden hat es auch nicht Abbruch getan. Mit einer Kreisbahngeschwindigkeit von 19,71 Sekunden erwies sich der blaue Flachmann abermals als würdiger Träger des Blitzes. Gar nicht oberligamäßig ist zum Glück der Preis des Opel Speedster Turbo. Den mächtigen Quertreiber gibt es schon für schmächtige 36.500 Euro.